CDU und CSU scheinen in ihrem Asylstreit nicht von ihren Positionen abrücken zu wollen. Nach wie vor kehrt keine Ruhe in die Debatte ein. So kommentiert die Presse die anhaltenden Differenzen. Süddeutsche Zeitung: Hätte diese für die Regierung und die Stimmung im Land so belastende Zuspitzung eines Streits vermieden werden können? Sie hätte, wenn es einmal um Sach- und nicht immer nur um Machtfragen gegangen wäre. Dann hätten die Beteiligten sich über die Fakten gebeugt und festgestellt, Deutschland ist, was den Zuzug von Menschen angeht, längst nicht mehr in den Jahren 2015 oder 2016, auch nicht mehr im Jahr 2017. Es beantragen zwar immer noch etliche Menschen hier Asyl, aber die Zahlen gehen kontinuierlich zurück. Das, was die Regierung an Asylpaketen und Flüchtlingsdeals auf den Weg gebracht hat, bedeutet nicht nur, dass viele Menschen außen vor bleiben, die tatsächlich keine Asylgründe haben. Die Gesetzesverschärfungen treffen auch Flüchtlinge, die Anspruch auf Schutz hätten, aber keine Chance bekommen, ihn hier geltend zu machen. Wenn es um die Sache gegangen wäre, hätte man auch darüber sprechen können. Wenn es wirkt zersetzend auf das Rechtsgefühl der Bürger, wenn die Politik nicht in der Lage zu sein scheint, geltende Regeln zu definieren. Hannoversche Allgemeine Zeitung: Seit Monaten versichern CDU und CSU, eine Situation an den Grenzen wie 2015 dürfe und werde sich nicht wiederholen. Sie haben aber bislang nichts dafür getan, dieses Wahlversprechen auch umzusetzen. Es wirkt zersetzend auf das Rechtsgefühl der Bürger, wenn die Politik nicht in der Lage zu sein scheint, geltende Regeln zu definieren und dann auch durchzusetzen. Ob es nationale oder europäische Lösungen sind, die am Ende stehen, ist vielen nicht so wichtig. Viel entscheidender sind Wahrheit, Klarheit und Konsequenz. Für Merkel dürfte die letzte Chance anbrechen, bis Ende Juni eine tragfähige europaweite Flüchtlingspolitik zu finden. Münchner Merkur: Für Merkel dürfte die letzte Chance anbrechen, bis Ende Juni eine tragfähige europaweite Flüchtlingspolitik zu finden. Sie hat völlig recht damit, dass eine internationale, notfalls bilaterale, Lösung weit besser wäre als ein deutscher Alleingang. So wie die CSU völlig recht damit hat, dass die Menschen das nun seit 3 Jahren währende Vertrösten auf irgendwann zutiefst leid sind. CSU ist in dieser Lage gut beraten, in der Sache der Zurückweisungen hart zu bleiben, etwa mit einem Grundsatzbeschluss des Parteivorstands. Sie sollte Merkel aber diese 2 Wochen Verhandlungszeit zugestehen. Nicht die CSU oder ihr noch Vorsitzender haben das letzte Wort. Badische Zeitung: Nicht die CSU oder ihr noch Vorsitzender haben beim Regieren das letzte Wort, sondern die Kanzlerin, gestützt auf den Koalitionsvertrag. Den haben CDU, SPD und CSU unterschrieben. Setzte Seehofer seine Drohung in die Praxis um, ignorierte er nicht nur Merkels Richtlinienkompetenz, er breche die eigene Koalitionsvereinbarung. Regierung wäre am Ende, das Bündnis von CDU und CSU ebenso. Lohnt der Streit? Nur, wenn es in Wahrheit um mehr geht. Alter Groll mag ein Motiv sein, auch Panik wegen der Bayernwahl. Und womöglich das Ziel, sich vom europäischen Multilateralismus zu verabschieden. Wollte die CSU die Urbanisierung Deutschlands, es wäre ein Verhängnis für die Republik und die EU. Rheinpfalz: Setzte sich Söder durch, wäre, durch die deutsche Brille betrachtet, in letzter Konsequenz die Politik Adenauers, Brandts, Schmidts, Kohls, Genschers, Weigels und Fischers zumindest in Frage gestellt. Es wäre eine historische Zäsur. Man hätte erwartet, die CDU würde ihrer Schwesterpartei öffentlich energisch entgegentreten, statt leise treterisch um die Ecke zu schleichen. Das hat mit Haltung zu tun. Die soll es ja noch geben in der Europapartei CDU, oder etwa nicht mehr. Im Video: Haben liberalste Abschiebepraxis, Gabriel fordert härteres Vorgehen in Asylfragen.